Laudetur Jesus Christus, das ist eine Live-Übertragung von Vatican News für Vatican Media. Herzlich willkommen zum heutigen Festgottesdienst mit 7 Heiligsprechungen. Am Mikrofon begleitet sie Silvia Kritzenberger. Ganz herzlich begrüße ich alle, die durch unsere Partnersender mit uns verbunden sind. Radio Gloria, EWTN TV, Radio Maria Österreich, Radio Horeb, Radio Maria Deutschschweiz und KTV Fernsehen. Ja, wir haben hier gerade gehört, zum Beginn der Messfeier ein Lob auf die Schöpfung aus dem Buch Daniel. Thank you.
Und der Gesang zur Öffnung aus Psalm 130. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, Gott Israels. Jetzt beginnt die Messe mit dem Kreuzzeichen, dann folgt gleich die Heiligsprechung. Sie beginnt mit der Anrufung.
Ja, Kardinal Giovanni Angelo Becciu, Präfekt der Heiligsprechungskongregation, tritt nun in Begleitung der Postulatoren vor den Papst und bittet auf Latein um die Heiligsprechung der seligen Papst Paul VI. Romero, Oscar Romero, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Caspar, Nazaria Ignazia de Santa Teresa de Jesus Marchmesa und Nunzio Sulprizio. Beatissime Pater, postulat Santa Mater Ecclesia per Santitate Vestran Catalogo Santorum Ascribi, et anquam Santos ab omnibus Christi Fidelibus pronunciari, Beatus Paulum VI, Ansgarium Arnolfum Romero Galdames, Franciscum Spinelli, Vincentium Romano, Marian Catarinam Casper, Nazarian Ignatiam a Santa Teresia a Jesu March Mesa et Nuntium Sulpizio. Der Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse stellt kurz die Biografien der Seligen vor, die zu Heiligen erklärt werden. Der selige Paul VI. Giovanni Battista Montini wurde am 26. September 1897 in Concesio bei Brescia geboren. Am 29. Mai 1920 wurde er zum Diözesanpriester geweiht. 1937 wurde er zum Substituten des Staatssekretariats ernannt. Während des Zweiten Weltkriegs kümmerte er sich um karitative Hilfe und Schutz für die Verfolgten des Nazifaschismus. Besonders für die Juden. Anschließend wurde er zum Pro-Staatssekretär für die ordentlichen Angelegenheiten der Kirche ernannt und 1954 schließlich zum Erzbischof von Mailand. Der heilige Johannes der 23. ernannte ihn 1958 zum Kardinal. Den Stuhl Petri bestieg er am 21. Juni 1963 und nahm den Namen Paul VI. An. Unter seinen unzähligen Initiativen seien hier nur die Leitung und die Umsetzung des Zweiten Vatikanischen Konzils genannt, die apostolischen Reisen, der ökumenische und interreligiöse Dialog. Nach einer sehr kurzen Krankheit starb er am Abend des 6. August 1978 in Castel Gandolfo. Er wurde 2014 von Eurer Heiligkeit selig gesprochen. Der selige Oscar Arnulfo Romero y Galdamez wurde am 15. August 1970 in Judas Barrios in der Republik El Salvador geboren. 1942 wurde er zum Priester geweiht. 20 Jahre lang war er Pfarrer in der Diözese San Miguel. 1970 wurde er zum Weihbischof von San Salvador ernannt, danach zum Bischof von Santiago de Maria und 1977 zum Erzbischof von San Salvador. Mittlerweile herrscht in dem Land eine schwere politische Krise, die in einen Bürgerkrieg mündete. Angesichts der Gewalt gegenüber den Schwachen in der Gesellschaft und der Ermordungen von Priestern und Katecheten sah er es als seine Hirtenpflicht an, eine Haltung der Fortaleza, Spanisch bedeutet das Stärke, einzunehmen. Am 24. März 1980 wurde er getötet, während er die Messe zelebrierte. 2015 hat Eure Heiligkeit ihn selig gesprochen. Der selige Francesco Spinelli wurde am 14. April 1853 in Mailand geboren. Nach Abschluss seiner Ausbildung wurde er 1875 zum Priester geweiht. In Rom erhielt er die Eingebung, eine Gemeinschaft junger Frauen zu gründen, die ihr Leben dem in der Eucharistie gegenwärtigen Herrn weihen. So rief er, auch dank der Begegnung mit der heiligen Caterina Comensoli, die Ordensgemeinschaft der Anbetungsschwestern des heiligen Sakraments ins Leben. Der Selige wirkte als Gründer und Oberer des Ordens. Am 6. Februar 1913 beendete er friedlich seinen irdischen Lebensweg. Papst Johannes Paul II. Nahm ihn im Jahr 1992 unter die Seligen auf. Der selige Vincenzo Romano wurde am 3. Juni 1751 in Torre del Greco bei Neapel geboren. 1775 wurde er zum Priester geweiht. Sein Wirken in seinem Heimatort war gleich geprägt von besonderer Fürsorge für die Geringsten und vom Einsatz für die Erziehung der Kinder und Jugendlichen.
Am 15. Juni 1794 wurde Torre del Greco von einer heftigen Eruption des Vesuvs fast vollständig zerstört. Der Selige wurde zur Seele der materiellen und vor allem religiösen Wiedergeburt der Gemeinde. Er starb am 20. Dezember 1831. Papst Paul VI. Sprach ihn 1963 selig. Die selige Maria Katharina Kasper wurde am 26. Mai 1820 in Dernbach in Deutschland geboren. Sie hatte einen starken und menschenzugewandten Charakter und verbrachte ihre Jugend damit, auf den Feldern zu arbeiten, ja sogar Steine für den Straßenbau zu brechen. In diesem Zusammenhang hatte sie die Eingebung, einen Schwesternorden zu gründen, der den einfachsten sozialen Schichten dienen sollte. 1848 eröffnete sie daher das Haus der armen Dienstmägde Jesu Christi, in das die Armen des Dorfes aufgenommen wurden. Die Ordensgemeinschaft breitete sich rasch aus, auch außerhalb der deutschen und europäischen Grenzen, gelangte nach Amerika und später nach Indien. Nachdem Maria Katharina Kasper einen Herzinfarkt erlitten hatte, starb sie am 2. Februar 1998. Papst Paul VI. Nahm sie 1978 unter die Seligen auf. Die selige Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesus Marchmesa wurde am 10. Januar 1889 in Madrid geboren. In Mexiko, wohin die Familie übersiedelt war, lernte sie den Orden der kleinen Schwestern der Alten und Verlassenen kennen und trat 1908 in die Gemeinschaft ein. Nachdem sie 1911 ihre ersten Gelübde abgelegt hatte, wurde sie nach Bolivien entsandt. Die Wahrnehmung der immer schwierigeren sozialen Lage bewegte Nazaria dazu, den Orden der Missionsschwestern vom Kreuzzug der Kirche zu gründen, für den Dienst an den Armen und die Förderung von Frauen. Ihr Leben geriet sowohl in Bolivien als auch in Spanien während des Bürgerkriegs von 1936 bis 1939 in große Gefahr. 1942 ging sie von Spanien nach Buenos Aires, aber ihr Gesundheitszustand verschlechterte sich. Sie starb am 6. Juli 1943. Papst Johannes Paul II. Feierte 1992 ihre Seligsprechung. Der selige Nunzio Sulpizio wurde am 13. April 1817 in Pesco San Onesco in der Provinz Pescara geboren. Als Vollwaise wurde er mit nur 6 Jahren von seiner Großmutter mütterlicherseits versorgt, die ihn lehrte, den in der Eucharistie gegenwärtigen Jesus zu suchen und die allerseligste Jungfrau anzurufen. Sehr bald starb auch seine Großmutter und Nunzio wurde einem Onkel anvertraut, bei dem er als Schmied arbeitete. Die harte Arbeit und die Misshandlungen, die er erlitt, ließen ihn an Knochentuberkulose erkranken. Nachdem er nach Neapel übersiedelt und ins Krankenhaus für Unheilbare eingeliefert worden war, konnte er endlich die so sehr ersehnte Erstkommunion empfangen. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich zunehmend. Nunzio starb am 5. Mai 1836 mit gerade einmal 19 Jahren. Papst Leo XIII. Erkannte ihm 1890 den heroischen Tugendgrad zu und stellte ihn den jungen Leuten als Vorbild vor. Am 1. Dezember 1963 sprach ihn Papst Paul VI. Selig. Es folgt die Allerheiligen Litanei. Beate Maria Virginis et Omnium Sanctorum Suorum Intercessione, Sua Gratia Sostinet, id quod solenniter actoris sumus.
Ja, nach der allerheiligen Litanei ein kurzes Gebet des Papstes und dann die feierliche Heilungssprechungsformel. Et ecclesiae tue proficiat incrementis per Christum Dominum nostrum. Amen. Zur Ehre der allerheiligsten Dreifaltigkeit, zum Ruhm des katholischen Glaubens und zur Vertiefung des christlichen Lebens bestimmen wir und legen Kraft der Autorität unseres Herrn Jesus Christus, der heiligen Apostel Petrus und Paulus, sowie Kraft unserer apostolischen Autorität, nach reiflicher Überlegung, intensivem Gebet um göttlichen Beistand und auf den Rat vieler unserer Brüder im Bischofsamt hin fest, dass die Seligen Paul VI., Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Casper, Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesus Marchmesa und Nuncio Sulpizio Heilige sind, und wir nehmen sie in das Verzeichnis der Heiligen auf. Wir setzen fest, dass sie in der ganzen Kirche in frommer Andacht als Heilige verehrt werden sollen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Die Gemeinde hat durch ihr feierliches Amen ihre Zustimmung zur heiligen Verehrung zum Ausdruck gebracht. Und die Weltkirche hat nun 7 neue Heilige, darunter Papst Paul VI., die deutsche Ordensfrau Maria Caterina Casper und der Märtyrer Erzbischof Oscar Romero aus El Salvador und der Heilige der Jugendsynode Nuncio Sulpizio. Hören wir den Gesang des Jubilate Deo. Ja, noch eine interessante Bemerkung am Rande. Bei der Heiligsprechungsfeier trägt Papst Franziskus das Pallium, das Paul VI. Getragen hat. Er benutzt außerdem einen Kelch Paul VI. Und seinen Hirtenstab. Er trägt auch den Gürtel, den der Märtyrerbischof Oscar Romero bei seiner Ermordung trug. Das sogenannte Zingulum trägt noch Blutspuren Romeros. Die Reliquien, die zum Altar gebracht werden, sind für Paul VI. Eines der blutbefleckten Hemden, die der Papst beim Attentatsversuch 1970 auf den Philippinen getragen hat, für Oscar Romero ein Knochenfragment, für Francesco Spinelli ein Fußknochen, Vincenzo Romano eine Rippe, für Nuncio Sulpizio das Fragment eines Fingerknochens, für Maria Caterina Casper ein Stück ihrer Rippenreliquie und eine Haarlocke von Nazaria Ignacia Marchmesa. Beatissime Pater, nomine Santa Ecclesia enixas. Der Kardinalpräfekt und die Postulatoren sind die Anwälte in den Verfahren, die einer Heiligsprechung vorausgehen, danken nun dem Papst. Santitas vestra super per acta canonizzazione litteras apostolicas dignetur decernere. Decernimus. Ja, das war der Akt der Heiligsprechung. Nun die eigentliche Messfeier mit Gloria und Tagesgebet. Sovereign, most of all, the world,
Oremos. Tu a nos juez sumo, Domine gracia, semper et preveniat et sequatur. Ac bonis operibus iugiter prestet est. Nun das Tagesgebet. Herr, unser Gott, deine Gnade komme uns zuvor und begleite uns, damit wir dein Wort im Herzen bewahren und immer bereit sind, das Gute zu tun. Amen. Nun die erste Lesung aus dem Buch der Weisheit. Dal Libro della Sapienza. Pregai. Ich betete und es wurde mir Klugheit gegeben. Ich flehte und der Geist der Weisheit kam zu mir. Ich zog sie Zeptern und Thronen vor. Reichtum achtete ich für nichts im Vergleich mit ihr. Keinen Edelstein stellte ich ihr gleich. Denn alles Gold erscheint neben ihr wie ein wenig Sand. Und Silber gilt ihr gegenüber so viel wie Lehm. Ich liebte sie mehr als Gesundheit und Schönheit und zog ihren Besitz dem Lichte vor. Denn niemals erlischt der Glanz, der von ihr ausstrahlt. Zugleich mit ihr kam alles Gute zu mir. Unzählbare Reichtümer waren in ihren Händen. Verbum Domini. Deo gratias. Und der Antwortpsalm aus Psalm 90. Sättige uns, Herr, mit deiner Huld. Dann werden wir jubeln und uns freuen all unsere Tage. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ritorna, Signore, fino a quando abbi pietà dei tuoi servi. Al mattino con il tuo amore esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto il male. Manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli. Sia su di noi la dolcezza del Signore nostro Dio. Rendi salda l'opera delle nostre mani, l'opera delle nostre mani, rendi salda. Sazia ti
Nun die zweite Lesung aus dem Hebräerbrief in spanischer Sprache. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Brüder und Schwestern, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Der Ruf vor dem Evangelium. Alleluia, 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 Alleluia. Selig die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Nun erfolgt in lateinischer Sprache die Verkündigung des Evangeliums. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore,
In jener Zeit lief ein Mann auf Jesus zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Quid faciam ut vitam aeternam percipiam? Jesus autem dixit ei. Jesus antwortete: Quid medicis bonum? Warum nennst du mich gut? Nemo bonus. Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Precepta nosti. Ne uccidas, ne adulteres. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Da sah Jesus seine Jünger an und sagte zu ihnen: Wie schwer ist es für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen: Meine Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Sie aber erschraken noch mehr und sagten zueinander: Wer kann dann noch gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte: Für Menschen ist das unmöglich, aber nicht für Gott. Denn für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus oder Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt, in dieser Zeit, wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker erhalten. Wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Und wie nur an besonders feierlichen Tagen üblich, wird nun der griechisch-orthodoxe Diakon das eben gehörte Evangelium nochmals in griechischer Sprache verkünden. Sophia orethi akousomen to aio evangelio eiribase. Του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Ως
προσκομέν το καιρό εκείνο εκπορευμένου του Ιησού εις οδόν προς δραμών εις καίγον υπετήσας αυτόν επωράτα αυτόν. Διδάσκαλε αγαθέ, τι πίσω είναι ζωήν αιώνιον κληρονομίζω. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημί εις ο Θεός. Τας εν το λασίδας μη φωνεύσεις, μη μικεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρίζεις, μη αποστερίζεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα. Ο δε έφη αυτό, διδάσκαλε, ταύτα πάντα εφυλαξάμην εκ νεότητός μου. Ο δε Ιησούς, εμβλέψας αυτό, ηγάπησεν αυτόν και είπεν αυτό. Εν σε ειστερή, είπαγε, όζα έχεις πόλησον και δός της πτώχης και εξής θησαυρών εν ουρανό και δεύρω ακολύθημη. Ο δε στιγνάσας επί το λόγο απήλθεν λυπούμενος, ειν γαρ έχων κτήματα πολλά και περιπλαμμένον ο Ιησούς λέγει τις μαθητές αυτού πως δύσκολος ή τα κρίματα έχοντες εις την βασιλείαν του Θεού εισελεύσονται. Οι δε μαθητέ εθαμβούν τον επί της λόγης αυτού. Ο δε Ιησούς πάλιν αποκριθείς λέει αυτής τέκνα πως δύσκολεν έστιν εις την βασιλείαν του Θεού εισελθήν. Εκ πορετερών έστιν κάμιλον δια της τριμαλίας της ραφίδος διερθήν η πλούσιος ή τον βασιλεία του Θεού εισελθήν. Ή δε περισσός εξεπλήσοντο λέγοντες προς εαυτούς και τις δύνατε σωθήνε. Εμβλέψας αυτής ο Ιησούς λέγει παρά ανθρώπης αδύνατον αλλού παρά Θεό, πάντα γαρδυνατά παρά το Θεό. Ήρξα το λέγει ο Πέτρος αυτό, ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και οικουλουθήκαμεν σοι. Έφη ο Ιησούς, αμήν λέγω ημήν, ουδείς έστιν ως άφηκεν οικίαν οι αδελφούς, η αδελφάς, η μητέρα, η πατέρα, η τέκνα, η αγρούς, ένε και νεμού και ένε και εν του Ευαγγελίου. Εάν μιλάβει εκατοντοπλασίων ανήν εν το καιρό τούτο οικίας και αδελφούς και αδελφάς και μητέρας και τέκνα και αγρούς μετά διαγμών και εν το αιώνι το ερχομένο ζωήν αιώνιον. Oh,
Der Papst küsst das Evangelienbuch als Zeichen der Verehrung und segnet damit die Gemeinde. Nun folgt die Predigt des Heiligen Vaters. Die zweite Lesung sagte uns, lebendig ist das Wort Gottes, wirksam und scharf. Genauso ist es. Das Wort Gottes ist nicht nur eine Sammlung von Wahrheiten oder eine erbauliche spirituelle Erzählung. Nein, es ist lebendiges Wort, das das Leben berührt, das es verwandelt. Dort spricht Jesus in Person zu unseren Herzen, derjenige, der das lebendige Wort Gottes ist. Insbesondere das Evangelium lädt uns zu einer Begegnung mit dem Herrn ein, nach dem Beispiel jenes Mannes, der auf ihn zulief. Wir können uns in diesem Mann wiederfinden, dessen Name im Text nicht erwähnt wird, was ein Hinweis dafür sein könnte, dass er für einen jeden von uns steht. Er fragt Jesus, was er tun müsse, um das ewige Leben zu erben. Er erbittet immerwährendes Leben, Leben in Fülle. Wer von uns wollte das nicht? Aber wir merken, er bittet darum wie um ein Erbe, das er haben möchte, wie um ein erhältliches Gut, das er aus eigener Kraft erlangen kann. Denn um dieses Gut zu besitzen, hält er seit seiner Kindheit die Gebote. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist er bereit, noch weitere Gebote zu halten. Und deshalb fragt er, was muss ich tun, um das zu haben? Die Antwort Jesu bringt ihn in Schwierigkeiten. Der Herr blickt ihn liebevoll an. Jesus ändert die Blickrichtung von den Geboten, die er befolgt, um einen Lohn zu erhalten, hin zu einer unentgeltlichen und totalen Liebe. Dieser Mann sprach in der Begrifflichkeit von Angebot und Nachfrage. Jesus hingegen bietet ihm eine Liebesgeschichte. Er verlangt von ihm, von der Einhaltung der Gesetze zur Hingabe überzugehen, von einem selbstbezogenen Handeln zu einem Sein mit ihm. Und er macht ihm einen für sein Leben einschneidenden Vorschlag. Verkaufe, was du hast, gib es den Armen, dann komm und folge mir nach. Auch zu dir, sagt Jesus, komm, folge mir nach. Komm, steh nicht still, denn um zu Jesus zu gehören, reicht es nicht aus, dass man nichts Schlechtes tut. Folge mir nach. Lauf Jesus nicht nur dann hinterher, wenn es dir passt, sondern suche ihn jeden Tag. Begnüge dich nicht damit, Gebote zu befolgen, Almosen zu geben und Gebete zu sprechen. Finde in ihm den Gott, der dich immer liebt, den Sinn deines Lebens, die Kraft zur Hingabe. Jesus sagt dann weiter, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Der Herr spricht nicht theoretisch über Armut und Reichtum, sondern es geht ihm direkt um das Leben. Er verlangt von dir, das loszulassen, was dein Herz belastet, dich von Gütern zu befreien, um Platz zu schaffen für ihn, der allein gut ist.
Man kann Jesus nicht wirklich folgen, wenn man von etwas in Beschlag genommen ist. Denn wenn das Herz mit Dingen übersättigt ist, wird für den Herrn kein Platz mehr sein, der dann zu einem Gegenstand unter vielen wird. Deshalb ist Reichtum gefährlich. Und so sagt Jesus, macht es schwer, sich zu retten. Nicht, weil Gott streng ist. Nein, das Problem liegt auf unserer Seite. Unser zu viel Haben, unser zu viel Wollen erstickt unsere Herzen und macht uns unfähig zu lieben. Deshalb erinnert der heilige Paulus daran, dass die Habsucht die Wurzel aller Übel ist. Wir sehen das. Wo das Geld im Mittelpunkt steht, gibt es keinen Platz für Gott und auch keinen Platz für den Menschen. Jesus ist radikal. Er gibt alles und verlangt alles. Er gibt totale Liebe und verlangt ein ungeteiltes Herz. Noch heute schenkt er sich uns als lebendiges Brot. Können wir ihm dafür ein paar Krümel geben? Ihm, der sich zu unserem Diener machte, so sehr, dass er sich für uns das Kreuz, dass er für uns das Kreuz auf sich nahm, können wir nicht einfach antworten, indem wir einige Gebote befolgen? Es ist nicht damit getan, ihm, der uns das ewige Leben bietet, ein bisschen Zeit zu schenken. Jesus gibt sich mit einem Prozentsatz an Liebe nicht zufrieden. Wir können ihn nicht mit 20, 50 oder 60% lieben. Entweder alles oder nichts. Liebe Brüder und Schwestern, unser Herz ist wie ein Magnet. Es lässt sich von der Liebe anziehen, aber es kann nur auf einer Seite andocken und es muss wählen. Entweder wird es Gott lieben oder es wird den Reichtum der Welt lieben. Es wird leben, um zu lieben, oder es wird für sich selbst leben. Fragen wir uns, auf welcher Seite wir stehen. Fragen wir uns, wo wir in unserer Liebesgeschichte mit Gott stehen. Begnügen wir uns mit einigen Geboten oder folgen wir Jesus als Verliebte, die wirklich bereit sind, für ihn etwas aufzugeben? Jesus stellt einem jeden von uns und uns allen als einer Kirche auf dem Weg die Frage, sind wir eine Kirche, die nur gute Gebote predigt oder eine bräutliche Kirche, die sich ihrem Herrn in Liebe hingibt? Werden wir ihm wirklich folgen oder wenden wir uns wie dieser Mann wieder der Welt zu? Also, genügt uns Jesus oder suchen wir weltliche Sicherheiten? Bitten wir um die Gnade, dass wir fähig werden, aus Liebe zum Herrn loszulassen, den Reichtum, die Sehnsucht nach Status und Macht, nach Strukturen, die der Verkündigung des Evangeliums nicht mehr angemessen sind, einem Ballast, der unsere missionarische Sendung bremst, nach Bindungen an die Welt. Ohne einen Fortschritt in der Liebe erkrankt unser Leben und unsere Kirche an egozentrischer Selbstgefälligkeit. Man sucht die Freude in kurzfristigen Vergnügungen. Man verschließt sich in sterilem Geschwätz. Man bettet sich in der Monotonie eines christlichen Lebens ohne Schwung, wo ein wenig Narzissmus die Tristesse des Unvollendetbleibens überdeckt. So war es bei diesem Mann, der, wie das Evangelium sagt, traurig wegging. Er hatte alles an den Geboten und an seinen vielen Gütern festgemacht. Aber er verschenkte nicht sein Herz. Und obwohl er Jesus getroffen und seinen liebevollen Blick erfahren hatte, ging er traurig weg.
Traurigkeit ist ein Beweis für unerfüllte Liebe, ein Zeichen für ein laues Herz. Ein um so manches erleichtertes Herz hingegen, das frei ist, den Herrn zu lieben, verbreitet immer Freude, jene Freude, die heute so dringend gebraucht wird. Der heilige Papst Paul VI. Schrieb, gerade inmitten all ihrer Not müssen die Menschen von heute die Freude entdecken und deren frohen Klang vernehmen. Heute lädt uns Jesus ein, zu den Quellen der Freude zurückzukehren, zur Begegnung mit ihm, zu einer mutigen und risikofreudigen Entscheidung, um ihm nachzufolgen, zum Gefallen daran, etwas aufzugeben, um seinen Weg einzuschlagen. Die Heiligen sind diesen Weg gegangen. Paul VI. Tat dies nach dem Beispiel des Apostels, dessen Namen er annahm. Wie dieser lebte er ganz für das Evangelium Christi, indem er Grenzen überwand und Neuland betrat, sowie durch Verkündigung und Dialog sein Zeuge wurde. Prophet einer hinausgehenden Kirche, die Weitblick hat und sich um die Armen kümmert. Paul VI. Hat, manchmal unter Mühen und von Unverständnis umgeben, ein leidenschaftliches Zeugnis von der Schönheit und Freude einer totalen Nachfolge Jesu abgelegt. Noch heute mahnt er uns, zusammen mit dem Konzil, dessen weiser Steuermann er war, unsere gemeinsame Berufung zu leben, die universale Berufung zur Heiligkeit. Nicht zum Mittelmaß, sondern zur Heiligkeit. Es ist schön, dass mit ihm unter den neuen Heiligen auch Bischof Romero ist, der auf weltliche Absicherungen, ja auf seine eigene Sicherheit verzichtete, um evangeliumsgemäß sein Leben hinzugeben. Er war den Armen und seinem Volk nahe. Sein Herz war hingezogen zu Jesus und seinen Brüdern und Schwestern. Dasselbe gilt für Francesco Spinelli, Vincenzo Romano, Maria Caterina Caspar, Nazaria Ignazia de Santa Teresa und Nunzio, Sulprizio, dem Jungen aus Neapel, diesem heiligen jungen Mann, der so mutig war und so demütig. Und der es verstanden hat, Jesus im Leiden zu begegnen, in der Stille, in der Hingabe seiner selbst. Alle diese Heiligen haben in unterschiedlichen Situationen mit ihrem Leben das heutige Schriftwort deutlich gemacht, ohne Lauheit, ohne Berechnung, mit der Leidenschaft, etwas zu riskieren und loszulassen. Liebe Brüder und Schwestern, möge der Herr uns helfen, ihr Beispiel nachzuahmen. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Let us reflect in silence for some brief moments. Nun ein Moment der Stille. Meditemos brevemente in silencio.
Das Credo. Fratelli e figli carissimi, nella gioia della comunione dei santi, presentiamo al Signore le necessità dell'ora presente. Liebe Brüder und Schwestern, Söhne und Töchter, in der Freude der Gemeinschaft der Heiligen bringen wir die Nöte der gegenwärtigen Zeit vor den Herrn, in der Erwartung voll und ganz an der künftigen Herrlichkeit Anteil zu erlangen. Nun die Fürbitten. Oremus pro Ecclesia Sancta Dei. Für die heilige Kirche Gottes. Von der Gnade der Sakramente gestärkt, wie auch vom Zeugnis und von der Fürsprache der Heiligen gestützt, möge die Kirche immer neu die Schönheit ihres Bräutigams ausstrahlen.
Für die Gesetzgeber und die Regierenden. Geführt und geleitet vom Licht des Heiligen Geistes und vom wahren Streben nach dem Gemeinwohl, mögen sie sich mit Hingabe dem Aufbau der Zivilisation der Liebe widmen. Für die Christen, die unter Verfolgung leiden. Erfüllt vom Geist der Stärke und vom Stolz, zum Herrn Jesus Christus zu gehören, mögen sie sanftmütige und entschiedene Zeugen des Ostersieges sein. Für die jungen Menschen, die auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Angezogen vom Neuen des Evangeliums und den Blick fest auf Jesus gerichtet, mögen sie sich dafür entscheiden, ihr Leben zu einem vollkommenen Geschenk der Liebe zu machen. Für die Verlobten und Neuvermählten. Frei von jeder Form der Selbstsucht und von weltlicher Gesinnung, mögen sie offen dafür sein, sich frei einander in Treue zu schenken. Erhöre, o Vater, das Gebet der Kirche, die sich heute freut über das Zeugnis und die Gemeinschaft der Heiligen, der wahren Jünger und Freunde Jesu, deines Sohnes, unseres Herrn, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Moment der Gabenbereitung. Einige Gläubige bringen dem Papst die Opfergaben.
hören den Gesang zur Gabenbereitung. Das Gabengebet, Herr und Gott, nimm die Gebete und Opfergaben deiner Gläubigen an. Suscipe Domine fidelium preces cum oblationibus ostiarum, ut
per equie devotionis officia al celestem gloriam transeamus. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Equum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, per Christum Dominum. Wir hören eine österliche Präfation. Cuius hoc mirificum fuit opus per Paschale Mysterium, ut de peccato et mortis jugo ad an gloriam vocaremur, quanum genus electum regale sacerdotium, gens santa et acquisitionis populus diceremur. Et tuas annunciaremus ubique virtutes, quid nos de tenebris ad un admirabile lumen vocaste. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cum que omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus in fine de cielo. Heilig. Sanctus es, Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura. Das dritte eucharistische Hochgebet. Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortus ad ocasum oblatio munda offeratur nomine tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritus sanctificare dignieri, ut corpus et sanguis fiant fili tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Nun der Moment der heiligen Wandlung. Similimodo, post concenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedicit, dedique discipulis suis dicens,
accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemoratione. Mysterium fidei. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Memores igitur Domine, eius in filii tui salutifere passione, nec noc mirabili a resurrectione, sed in cielo gloriosa ascensione. Offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quem sumus, siones ecclesiae tue, et agnosen ostiam, cuius voluiste immolazione placari, concede uci corpore et sanguine, fili tui reficimus, spiritu eius santo repleti, unus corpus et unus spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genitrice Maria, cum Beato Iosef Eius Ponso, cum Beatis Apostolis Tuis et Gloriosis Martiribus, cum Santis Paulo, Ansgario Arnolfo, Francisco Vincenzio Marie Caterine, Nazarie Ignazie a Santa Teresia Iesu et Nunzio et omnibus santis quorum intercessione perpetua apud te confidimus adiuvari. Eg ostia nostre reconciliationibus profitiat quesimus Domine. A totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Francisco, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo adquisitionis tue. Votis ius familie, quantibi astare voluisti, adesto propitius, omnis filios tuos ubique, dispersus tibi clemens pater, miseratus coniunge, frates nostres defuntos, et omnes qui tibi placentes et ob seculo transierum, in regnum tuum benignus admite, ube fore esperamus, id simul gloria tuo perennitir setiemur. Per Christum Domine nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri Omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen.
Recepti salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Das Vater unser. Liberanos quesumus Domine ab omnibus malis. Da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare coordinare linieris, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini si semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Nun der Friedensgruß. Der Papst und die Mitzelebranten tauschen den Friedensgruß aus. Und wie wir sehen, auch die Gläubigen auf dem Petersplatz. Priester stellen sich zur Kommunionausteilung auf dem Petersplatz auf. Day.
sia in sei, e cequitoli peccata mundi, beati che accenano agli invocati sun. Domine non sum dignus. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jetzt beginnt die Kommunionausteilung auf dem Petersplatz. Der Kommuniongesang ist aus Psalm 119. Nimm von mir die Schmach und Verachtung, denn was du vorschreibst, befolge ich. Deine Vorschriften machen mich froh. Sie sind mein Berater. Meine Augen sehnen sich nach deiner Hilfe. Gesang: Der Herr ist mein Hirte, Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Thank you.
dieser Heiligsprechung sind natürlich Pilger aus der ganzen Welt auf den Petersplatz geströmt. Allein 1500 Pilger aus Deutschland, viele Frauen und Männer aus dem Westerwald, Pilger aus Heilbronn, Berlin und Köln und natürlich viele Schwestern aus Dernbach selbst und andere Niederlassungen der Kongregation weltweit. Weil wie gesagt, unter den Heiligen ist auch eine deutsche Frau, Ordensfrau, Maria Katharina Kasper. Den Gesang, wo die wahre Güte ist. Dem Petersplatz sehen wir die Bilder der sieben neuen Heiligen. Thank you.
Ja, sieben Selige hat der Papst heute ins Heiligenverzeichnis der katholischen Kirche aufgenommen. Menschen, deren Vorbild den jungen Leuten von heute ein Ansporn sein kann. Menschen mit sehr unterschiedlichen Lebenswegen, aber einer Gemeinsamkeit. Sie alle sind heroische Beispiele christlichen Lebens. Rimaniamo alcuni istanti in silenzio orante. Let keep prayerful silence for some brief moments. Ein Moment der Stille. Guardemos silencio durante unos instantes en oración. Oremus. Majestatem tua, Domine, supplicitur deprecamur, ut sic ut nos corporis et sanguinis sacrosanti pacis alimento, ita divine nature, facias esse consortes, per Christum Dominum nostrum. Amen. Bitte bleiben Sie bei uns. Es folgt noch der feierliche Segen des Papstes zuvor, aber wie jeden Sonntag das Gebet des Engel des Herrn. Liebe Brüder und Schwestern, bevor diese heilige Messe ausklingt, möchte ich zunächst Ihnen allen danken, Sie alle grüßen. Ich danke den Kardinälen, den zahlreichen Bischöfen und Priestern, die aus der ganzen Welt hierher gekommen sind. Mein Dank gilt natürlich auch den offiziellen Delegationen, die aus vielen Ländern gekommen sind, um den neuen Heiligen die Ehre zu erweisen, die zum spirituellen und sozialen Fortschritt ihrer jeweiligen Länder beigetragen haben. Insbesondere danke ich Ihrer Majestät, der Königin Sophia, dem Präsidenten der Italienischen Republik und den Staatspräsidenten von Chile, El Salvador und Panama. Ein besonderer Gruß gilt auch eurer Gnaden Rowan Williams und der Delegation des Erzbischofs von Canterbury, denen ich für ihre Anwesenheit heute meinen herzlichen Dank ausspreche. Ich grüße auch alle liebe Pilger, die ihr über Radio und Fernsehen heute mit uns verbunden seid. Besonders grüße ich die große Gruppe der ACLI, der Vereinigung christlicher Arbeiter, die Papst Paul VI. Immer noch sehr verbunden sind. Wenden wir uns im Gebet an die Jungfrau Maria, erste und vollkommene Jüngerin des Herrn. Möge sie uns helfen, dem Beispiel der neuen Heiligen zu folgen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum rectum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum un caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Tu vini, Christus, amur promissionibus Christi.
Grazie a tu, Anquessumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Fili tui, incarnazione coniubimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per unem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Segen und Entlassung. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lusque et peca luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Domino Hobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missa est. Wie gesagt, ein freudiger Tag für die Kirche. Gleich 7 Selige sind heute am Sonntag, dem 28. Sonntag im Jahreskreis, heilig gesprochen worden. 7 neue Heilige, allen voran natürlich Papst Paul VI., aber auch eine Deutsche, die Ordensfrau Maria Katharina Kasper, der Märtyrerbischof Oscar Romero aus El Salvador, der Heilige der Jugendsynode Nuncio Sulpizio, der mit nur 19 Jahren an den Folgen einer Knochenentzündung starb, und 3 Ordensgründer, 2 Italiener und eine Spanierin. Nuncio Sulpizio, der Heilige der Jugendsynode, die noch bis zum 28. Oktober im Vatikan tagt, war einer der ersten, die von Papst Paul VI. Selig gesprochen wurden. Am 1. Dezember 1963 erhob er ihn zur Ehre der Altäre. Die Botschaft dieses armen und doch so reichen Jungen hat der Papst damals wie folgt zusammengefasst: Er hätte uns nicht gesagt, dass die Jugendzeit eine Zeit der ungezügelten Leidenschaften, der unvermeidlichen Stürze, der unbesiegbaren Krisen, des dekadenten Pessimismus, des schädlichen Egoismus ist. Nein, er hätte uns gesagt, jung sein ist eine Gnade. Paul VI., wie gesagt, heute ein neuer Heiliger. Über ihn hat Johannes Paul II. 1982 gesagt: Paul VI. War ein Geschenk des Herrn an seine Kirche. Und damit endet diese Live-Übertragung vom Petersplatz in Rom. Eine Zusammenfassung und die Ansprache des Papstes zu dem heutigen Treffen sowie alle weiteren Infos aus dem Vatikan und der Weltkirche finden Sie auf der Webseite von Vatican News und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter, den Sie unter rv-news.info bestellen können. Das war eine Sendung von Vatican News für Vatican Media. Mein Name ist Silvia Kritzenberger. Danke, dass Sie heute mit dabei waren.
Ich verabschiede mich mit den Worten, mit denen Radio Vatikan seit über 80 Jahren jede seiner Sendungen beschließt. Laudetur Jesus Christus.